denn hin? Heute fahren wir nach Erlangen in das Musikinstitut. Ein schöner Konzertsaal, da habe ich schon mal gespielt vor ewigen Jahren. Und mein Flötist, der Dejan, kommt aus Mainz. Und dann werden wir einen hoffentlich sehr schönen Duo-Abend spielen. Dejan ist einer meiner absoluten Lieblingsmitmusiker. Ganz wunderbarer Mensch und ein fantastischer Flötist. Und immer was Besonderes, wenn ich mit ihm spielen darf. Oh, komme ich jetzt ins Fernsehen? Hallo, aber klar. Ihr seid schon eingespielt zu zweit. Das macht er nur für die Kamera, gell? Ah. Na, es geht. Das sieht top. Gucken wir mal. Ups. Das ist jetzt eher schwierig in so einem stark geheizten Raum mit dem Verstimmen. Nee, also jetzt muss er sich eigentlich dran gewöhnt haben. Ich habe sie ja vorhin schon mal gestimmt und jetzt stimme ich sie einfach nochmal. Oder habe sie gerade nochmal gestimmt und in der Pause muss ich auf jeden Fall nochmal nachstimmen. Mhm. Das ist leider so. Spielenden Damen nicht machen würden. Weiß ich nicht. Also, was ich denke mir dann immer, wenn die schon mal in Brasilien gewesen wären oder in anderen Ländern, dann würden sie vielleicht zu schätzen wissen, dass hier ein Waschbecken ist und ein Spiegel und ein Klo und eine Türe, die man zumachen kann und eine Harfe, die funktioniert und so. Also, ich bin da relativ schmerzfrei, weil es bringt eh nichts, wenn ich mich jetzt aufführe. Ich bin jetzt hier und es ist schön und ich denke, dass die Leute sich freuen.
Und Grüße. Vor allem freue ich mich immer, mit dir anzuspielen, das habe ich ja schon vorhin gesagt, weil das ist immer eine tolle Sache. Froh bin, dass ich nur so wenig anmachen muss. Dann kannst du den mal aushängen. Ja. Da unten aus. Ach so. Ja, ja, ich brauche den nicht. Also rein tun? Nein, runter tun. Den kannst du aus, den direkt von da weg machen. Ach so, den weg machen? Mhm. Ah, okay, jetzt habe ich es begriffen. Okay. Wer immer so rangenommen als Kollege? Ja. Der macht das, der macht dies. Ich bin Hausmeister hier, kein Künstler. Das kommt mir schon lang vor. Ich spiele mit meinen neuen Schuhen, mal schauen, ob es geht. Das ist ein Risiko. Ich habe ein Solo-Programm, der bei uns ist. Wir werden gleich sehen. Hoffentlich ist noch nichts kaputt. Kann es passieren? Ha? Kann da was kaputt sein? Natürlich. Natürlich. Ist es runtergefallen? Gibt's so eine Wolke? Dann muss ich halt alle tiefen Töne noch oktavieren. So.